Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neue griechische Regierung wirbt in Europa um Unterstützung für ihren Kurs in der Schuldenkrise. Ministerpräsident Tsipras und Finanzminister Varoufakis reisten heute zu Gesprächen nach Zypern und Großbritannien. Griechenland hatte unter anderem die Zusammenarbeit mit der Troika aus Internationalem Währungsfonds, EU und Europäischer Zentralbank aufgekündigt. Tsipras sagte in Nikosia, Europa sei in der Krise, nicht nur Griechenland und Zypern. Wichtig sei jetzt mehr Wachstum. Der Schritt ist stramm, aber welchen Kurs die neue griechische Regierung nach den teilweise sehr deutlichen, aber auch widersprüchlichen Äußerungen der vergangenen Tage konkret einschlagen will, das ließ Regierungschef Alexis Tsipras auch heute bei seinem Antrittsbesuch in Zypern weitgehend offen. Ich muss sagen, dass wir in substanziellen Verhandlungen mit unseren Partnern in Europa und unseren Kreditgebern sind. Unser Land hat ihnen gegenüber Verpflichtungen. Um nichts anderes geht es. In Brüssel findet Griechenland immerhin Verständnis für seine Aversion gegen die Troika. Der Kommissionssprecher wies heute darauf hin, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schon im vergangenen Sommer angeregt habe, die Troika durch ein Gremium zu ersetzen, das demokratisch stärker legitimiert sei. Der deutsche Finanzminister besteht nicht auf dem Begriff der Troika, aber die Beteiligung der drei Institutionen, also der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission, die zusammen mit der Regierung eines Programmlandes die Einzelheiten aushandeln, die ist Bestandteil der europäischen Verträge. Die kann man nicht ändern. In London mahnte Finanzminister Osborne gegenüber seinem griechischen Kollegen, dass jetzt alle Seiten verantwortungsbewusst handeln müssten. Denn inzwischen mehren sich die Sorgen, dass Griechenland seinen neuen Kurs finanziell nicht lange durchhalten kann. Denn mit seiner Absage an die Troika verzichtet Griechenland auf Hilfen von über 7 Milliarden Euro. Gleichzeitig verzeichnen seine Banken einen deutlichen Abfluss selbst kleinerer Sparanlagen. Und im entscheidenden politischen Punkt wollen offenbar alle Regierungen der Eurozone hart bleiben. Eine einseitige Aufkündigung getroffener Vereinbarungen, so heißt es, werde niemand akzeptieren. Mehr zur Schuldenkrise in Griechenland gibt es auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir unter anderem die Lage der Banken. Bundeskanzlerin Merkel hat bei einem Besuch in Ungarn Kritik an Ministerpräsident Orbán erkennen lassen. Sie hob in Budapest die Bedeutung der Opposition und der Medien für eine Demokratie hervor. Orbán hatte unter anderem mit einem umstrittenen Mediengesetz Proteste ausgelöst. Bei dem Treffen ging es auch um den Konflikt in der Ukraine. Ungarn hatte schärfere Sanktionen gegen Russland abgelehnt. Sie hat unmissverständliche Zeichen gesetzt. Ihren ersten Besuch in Ungarn unter der Regierung von Viktor Orbán nutzte Angela Merkel, um mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu sprechen. Am Abend bei der jüdischen Gemeinde, zuvor mit Studentinnen und Studenten der Andrassy-Universität. Und überall machte sie deutlich, was sie unter Demokratie versteht, wie sie es zuvor schon Viktor Orbán erklärt hatte. Ich habe darauf hingewiesen, dass auch wenn man eine sehr breite Mehrheit hat, wie der ungarische Ministerpräsident, es sehr wichtig ist, in einer Demokratie die Rolle der Opposition, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Rolle der Medien zu schätzen. Eine deutliche Kritik am Demokratiedefizit und Führungsstil ihres Gastgebers. Denn Orbán ist ein erklärter Bewunderer der autoritären Führung von Russlands Präsident Putin, hat wörtlich dessen illiberale Demokratie als Vorbild bezeichnet. Dem Wort illiberal kann ich persönlich im Zusammenhang mit Demokratie ehrlich gesagt nichts anfangen. Orbán zeigte sich unbeeindruckt. Ich bleibe dabei, dass nicht alle Demokratien notwendigerweise liberal sein müssen. Außenpolitisch gab er sich dagegen auf Linie mit Deutschland und der EU. Die Sanktionen gegen Russland stellte Orbán heute nicht in Frage. Der Frieden im Nachbarland Ukraine sei für Ungarn das Wichtigste. Allerdings betonte er auch, dass Ungarns Energieversorgung von Russland abhängig sei. Vor einem Jahr hat Orbán mit Putin einen milliardenschweren Vertrag über den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks geschlossen. In 2 Wochen kommt Putin nach Budapest, auch als ein Zeichen für die enge wirtschaftliche Verbundenheit beider Länder.
Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ging Merkel in Budapest auf Distanz zu den USA. Sie sprach sich erneut gegen Waffenlieferungen an die ukrainische Armee aus. Damit reagierte sie auf Berichte, wonach die USA in dieser Frage offenbar einen Kurswechsel erwägen. Ranghohe Militärs plädieren dafür, Kiew auch mit Waffen zu unterstützen, etwa mit Panzerabwehrraketen. Bislang hatten die USA nur militärisches Material wie Fahrzeuge und Schutzwesten geliefert. Eigentlich will der Präsident seinen Haushaltsentwurf vorstellen. Doch die Aufregung um eine mögliche Bewaffnung der Ukraine holt ihn auch dort ein. Wir brauchen die Mittel, um Krisen wie die russische Aggression zu beantworten. Dieser Bericht birgt erheblichen Zündstoff. Hochrangige Ex-Regierungsmitglieder und Militärs fordern heute eindringlich Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch panzerbrechende Raketen und Aufklärungsdrohnen. $1 Milliarde sollen dafür sofort zur Verfügung gestellt werden. Stimmen für diese mögliche dramatische Kehrtwende waren bereits am vergangenen Freitag bei einer Anhörung im Senat laut geworden. Jedes Land hat das Recht auf Selbstverteidigung. Wir sollten uns nicht in eine direkte Konfrontation hineinziehen lassen, aber wir sollten dringend Defensivwaffen an die Ukraine liefern. Vor allem Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice hatte sich bislang gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Zu groß sei die Gefahr, die Rüstungsspirale weiter anzuheizen. Laut Quellen der New York Times soll sie ihre Meinung geändert haben. Die Kanzlerin warnt ebenfalls eindringlich vor einer Militarisierung des Ukraine-Konflikts. Deutschland wird die Ukraine mit Waffen nicht unterstützen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Konflikt militärisch nicht gelöst werden kann. Noch sind die Überlegungen nicht abgeschlossen, doch schon jetzt gefährden sie die Einheit der transatlantischen Partner. Zum ersten Mal ist ein möglicher Riss im Vorgehen angesichts der Ukraine-Krise offenkundig geworden. Bislang hatten die Partner dies sorgsam vermieden. Ob sich Obama wirklich zu den Waffenlieferungen durchringt, ist noch nicht abzusehen. Ohne eine enge Abstimmung mit der Kanzlerin wird dies jedoch nicht geschehen, haben wir heute immer wieder gehört. Die Kanzlerin kommt am Montag nach Washington und da wird das Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen. 2 Tage nach dem Abbruch der Friedensgespräche haben die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine neue Angriffe gestartet. Zugleich riefen sie eine Generalmobilmachung aus. Zuvor hatte auch die Ukraine die Mobilisierung weiterer Soldaten angekündigt. Damit schwinden die Chancen, dass das Minsker Waffenstillstandsabkommen vom September noch umgesetzt wird. Panzer der Separatisten rollen in ein erobertes Dorf vor Debaltsevo, der Stadt, die sie seit Tagen einzuschließen versuchen. Über ein Dutzend kleinerer Ortschaften sollen sie ebenfalls eingenommen haben. Gelänge die Einkreisung, säßen 8000 ukrainische Soldaten in einem Kessel, heißt es. Doch bisher können die ukrainischen Verbände eine letzte Verbindungsstraße nach Debaltsevo verteidigen. In der belagerten Stadt selbst werden immer mehr Opfer unter ukrainischen Zivilisten und Militärs gezählt. 70 Verletzte an nur einem Morgen in diesem Krankenhaus und allein gestern 40 tote Soldaten. Ich bin im Moment der amtierende Kommandeur der 2. Kompanie und ich kann melden, wir sind 15 Mann geblieben. Heute Abend dann überraschend das Angebot zweier Separatistenführer, den Kampf einzustellen, wenn Kiew die jetzige Frontlinie als verbindlich akzeptiert. Eventuell ein Einlenken, denn die Separatisten sollen bei ihren massiven Angriffen deutlich höhere Verluste als die ukrainische Seite erlitten haben. Überprüfen lassen sich diese Verlustzahlen kaum. Die Schlacht um Debaltsevo ist die bisher größte und blutigste des gesamten Krieges in der Ostukraine, sagen Militärexperten. Und die drohende Einkreisung tausender ukrainischer Soldaten scheint die Befürworter amerikanischer Waffenlieferungen ja weiter zu bestärken. Wie aber würde Moskau reagieren? Propagandistisch wohl mit Genugtuung. Die Einmischung Washingtons wäre endgültig bewiesen. Und militärisch würde Moskau die Separatisten wohl weiter aufrüsten, denn deren Niederlage gegen amerikanische Waffen, das wäre für den machtbewussten Präsidenten Putin kaum zu ertragen. Die Zukunft der Stromversorgung in Bayern soll jetzt auf Bundesebene geklärt werden. Das teilte die bayerische Wirtschaftsministerin Aigner zum Abschluss des sogenannten Energiedialogs mit. In den Gesprächen zwischen Landesregierung, Verbänden und Organisationen war vor allem der Bau neuer Stromtrassen umstritten. Sie sollen den Süden nach dem Abschalten der Atomkraftwerke mit Windenergie aus dem Norden versorgen. Trommeln gegen neue Stromtrassen.
Die Gegner demonstrieren vor dem bayerischen Wirtschaftsministerium, lassen sich weiter nicht überzeugen, dass die Energiewende möglicherweise neue Leitungen erfordert. Die CSU stellt sich dem Dialog mit den gut organisierten Gegnern, nach eigenen Angaben rund 300.000. Ich kann sagen, sie scharren mit den Hufen und es wird sich keiner gefallen lassen, dass die Trasse hier gebaut wird. Doch die bayerische Wirtschaft fordert vor allem stabile Strompreise. Dazu braucht es die Ertüchtigung des bestehenden Netzes. Und was dann noch übrig bleibt, dazu wird man aus unserer Sicht sicherlich auch ein Stück Zubau an Trasse brauchen. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in der Zwickmühle will sich auch heute nicht festlegen. In Bayern umstritten ist der sogenannte Südling von der Nordsee bis nach Grafenrheinfeld und die sogenannte Südostpassage von Sachsen-Anhalt quer durch Bayern bis nach Gundremmingen. Ich sehe nicht, dass für die Versorgungssicherheit Bayerns zwei Trassen wirklich notwendig ist. Die Formel lautet 2 minus x. Wie groß das x ausfällt, hängt von den Verhandlungen in Berlin ab. Ja, da bin ich sehr verärgert, sage ich ganz ehrlich, weil sie jegliche Verantwortung im Moment versucht, nach Berlin abzuschieben, frei nach dem Motto Bad Cop, Good Cop. Wir, Sie in Bayern mit Herrn Seehofer sind die Saubermänner und jetzt ist angeblich Sigmar Gabriel mit seinem Bundeswirtschaftsministerium für alles verantwortlich. Also so läuft's nicht. Eine endgültige Entscheidung soll jetzt zwischen Merkel, Seehofer und Gabriel in Berlin getroffen werden. Das Landgericht Leipzig hat drei Familien mehrere tausend Euro Schadensersatz wegen fehlender Kita-Plätze zugesprochen. Drei Mütter hatten ihren Verdienstausfall angeklagt, weil sie für ihre Kinder nicht rechtzeitig einen Platz bekommen hatten. Seit August 2013 gibt es bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder. Das Urteil gegen die Stadt Leipzig ist noch nicht rechtskräftig. Fußballweltmeister André Schürrle kehrt in die Bundesliga zurück. Der 24-Jährige wechselt vom Londoner FC Chelsea zum VfL Wolfsburg für die geschätzte Ablösesumme von 32 Millionen Euro. Schürrles Wechsel wäre damit der drittteuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der Vertrag läuft bis 2019. Millionen Fernsehzuschauer weltweit haben beim Super Bowl mitgefiebert. Das Finale der National Football League ist das Sportereignis in den USA. Mit Sebastian Vollmer hat erstmals ein Deutscher die begehrte Sporttrophäe gewonnen. Der 30-Jährige feierte mit seinen New England Patriots einen 28:24 Sieg über den Titelverteidiger Seattle Seahawks. Er war der beste Spieler des Abends. Der Spielmacher der New England Patriots, Superstar Tom Brady. Doch der Held des Abends war ein anderer. In seiner allerersten Profisaison fing Verteidiger Malcolm Butler in der letzten Minute des Spiels einen Angriff der Seattle Seahawks ab. Nur Zentimeter vor der eigenen Endzone. Damit war den Patriots der Sieg sicher. Wir haben nie an uns gezweifelt. Wir haben eine großartige Mannschaft geschlagen. Und Malcolm, was für ein Spielzug. Als Neuling und das auch noch im Super Bowl und so das Spiel zu gewinnen. Unglaublich. Grenzenloser Jubel bei den Patriots-Fans, nicht nur im Stadion von Glendale, Arizona. Auf den vierten Titel in der Vereinsgeschichte mussten sie 10 Jahre lang warten. Am Ende hat Seattle uns vom Haken gelassen und wir haben das ausgenutzt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin begeistert, dass Tom Brady und die Patriots wieder Meister sind. Einen großen Anteil daran, dass Quarterback Brady die entscheidenden Pässe werfen konnte, hatte Sebastian Vollmer. Der Mann mit der Nummer 76, hier rechts im Bild, bei seinem Job als Bodyguard des Spielmachers. Der 2,3 Meter Koloss aus Karst in Nordrhein-Westfalen ist damit der erste Deutsche, der den Super Bowl gewonnen hat und sich ganz in amerikanischem Selbstverständnis jetzt Weltmeister in diesem Sport nennen darf. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. Februar. Auch morgen bestimmt tiefer Luftdruck das Wetter in fast ganz Europa. Dabei gelangt am Rande des Tiefs über der Ostsee zunehmend kältere Luft zu uns. Heute Nacht überwiegen die Wolken. Hier und da gibt es Schneeschauer. Im Süden und Osten klart es später zum Teil auf. Örtlich bildet sich aber Nebel. Vorsicht Glätte. Morgen zeigt sich in der Nordhälfte nur gelegentlich die Sonne. Ab und zu fällt Schnee, im Nordwesten auch Schneeregen. In der Südhälfte bleibt es meist trocken. Hier ist es teils freundlich, teils stark bewölkt oder neblig trüb. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See mitunter auch frisch.
Heute Nacht Abkühlung meist auf plus 1 bis minus 5, bei klarem Himmel über Schnee im südlichen Bergland bis zu minus 17 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen minus 4 Grad bei länger neblig trübem Wetter und plus 4 am nördlichen Oberrhein und im Emsland. Am Mittwoch ist es teils stark bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, teils freundlich mit Sonnenschein. Donnerstag und Freitag im Süden viele Wolken und Schneefälle, nach Norden hin meist trocken und zum Teil sonnig. Um 23 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. US-Waffen für Kiew, Sorge vor Eskalation des Ukraine-Konflikts und Angst vor TTIP. Warum vor allem in Deutschland viele so skeptisch sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.